natürlich möchte ich noch ein paar Leute nominieren. Also erstmal sind natürlich alle nominiert, aber explizit nominieren möchte ich auf jeden Fall den Lappengeron. Damals habe ich mit COC auf YouTube begonnen. Damit haben andere ganz erfolgreich die YouTube-Szene übernommen. Dabei konnte man sich meine Videos wirklich nicht geben. Man konnte sich wirklich dabei nur das Leben nehmen. Ein paar Monate später kamen dann jedoch mehr Zuschauer. Der Typ hinter dem Mikro wurde mit der Qualität nicht schlauer. War täglich vor dem PC, um seine Schrottvideos zu produzieren, um auf irgendeine Weise sein monotones Leben zu kompensieren. Die ersten Kritik-Kommentare kamen in meine Atmosphäre. Da habe ich den Ausreden gesucht, wie bei Affären. Ja, ich gebe zu, ich bin extrem kritikunfähig. Und dazu bin ich nicht sonderlich gesprächig. In meiner YouTube-Laufbahn traf ich in der Zeit neue Leute. Mit einigen hielt er Kontakt, sogar noch bis heute. Von ihm bekam ich Spitznamen wie Lappengeldon. Hey! Das reimt sich ja auf Tomageddon. Player Geddon war am Ende und dann kam Tomageddon. Doch die Angst vor Hate war so groß wie bei einem Armageddon. Thomas beschwert sich immer, oh Gott, ist das Mainstream? Trägt doch dennoch eine Bomberjacke, ist das legitim? Seit 2 Jahren gehe ich im Fitnessstudio wöchentlich pumpen. Trotzdem bin ich so breit wie ein Lumpen. Genau deswegen habe ich den Spitznamen Lappengeddon. Oh, der war so Mainstream wie Tomageddon. Der Typ, der davon redet, dass der Glaube an sich wichtig ist, sich aber nicht traut, ein Mädchen anzusprechen wie ein Pessimist. Der Typ, der Probleme hat, sich richtig zu artikulieren, aber der meint überall rum zu philosophieren. Das einzige, was er kann, ist sich zu echauffieren. Oder sein größtes Hobby, masturbieren. Wenn ich schon dabei bin, einen Diss-Track rauszuhauen, dann aber richtig, ohne großartig nachzuschauen. Thomas, der Typ, der sich zu sehr nach anderen orientiert und dabei gar nicht merkt, dass er andere imitiert. Sind ja fast wie die Nikes von Upper Red Todes limitiert. Eine Frage, Thomas, warum hast du in jeder Folge eine Cap? Ich kann es dir beantworten, weil seine Frisur aussieht wie Crap. Entwickelt von einer Pickelfresse zur Narbenfresse. Das einzige, was Thomas kann, ist der Besuch von Sparkassenkongressen. Meint, er wäre der größte King in Five Nights at Freddy's. Dabei ist er einfach nicht ready for Freddy. Die Volksbank ist scheiße. So, das war jetzt mein Teil der Roast to Self Challenge. Natürlich habe ich das Ganze schon vor 600.000 Jahren angekündigt, aber jetzt ist es endlich da, fertig. Ich hoffe, es hat euch mal einigermaßen gefallen, denn ich habe jetzt versucht, den Rap nicht ernst zu rappen oder whatever. Auf jeden Fall habe ich das versucht, ein bisschen unterhaltender zu gestalten, als jetzt ernste Lines oder sowas rauszuholen. Und ich bin auch kein geborener Rapper, das war jetzt mein erster Rap. Auf jeden Fall muss man am Ende, beziehungsweise man kann welche nominieren, und da würde ich natürlich auch einige nominieren. Einmal würde ich den lieben Mori nominieren, bedankt dich später bei mir, dann den lieben Ratos, den lieben Han Rizzle. Ich weiß, dass ich noch einen Tag von ihr machen muss. Ich wurde selber noch von ihm nominiert und das werde ich eventuell irgendwann machen. Auf jeden Fall, wen ich auch noch nominieren würde, ist die liebe Minimoli, falls du das sehen solltest. Bist auch herzlichst dazu nominieren. Dann nominiere ich noch Hübi, falls du Bock hast, mach mit. Und wen ich am Ende noch nominieren würde, ist den lieben Maxify. Ich weiß zwar, dass du keine Cam und sowas benutzt. Allerdings kann man ja auch eine Rose of Self Challenge ohne sich zu zeigen tun. Man kann Rap schreiben. Oder Gedicht, das geht natürlich auch. Na, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part von der Rose of Self Challenge oder der heutigen Folge oder whatever. Und ich würde sagen, ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.